Moin, meine lieben Leute, ich bin's wieder, euer Sky, und diesmal befinden wir uns wieder in der Gerudo-Hochebene. Ich zeige euch mal eben, wo wir uns befinden. Und zwar ein bisschen nordöstlich von Vanaboris, auf dem Weg in die Gerudo-Stadt. Diesmal geht's um den Schrein Yin-Yo. Auf Englisch heißt er Yino. Und dann begeben wir uns einfach mal direkt rein und machen ihn zusammen. So, Leute, im Schrein angekommen sehen wir ein Laufband, wo sich eine Kugel befindet. Die schießen wir einfach mal in das Loch vorne rein. Das wäre jetzt ein bisschen lucky, dass das noch geklappt hat, gebe ich zu. Und dann geht sozusagen die erste Tür auf. Dahinter verbirgt sich genau das Gleiche, nur gibt es einen feinen Unterschied, dass zwei Wächter mit der Kugel sozusagen spazieren gefahren werden. Entweder wir killen die Wächter oder wir warten einfach, bis die Kugel sozusagen sich in dieser Position hier befindet und schießen diese genauso ins Loch, wie wir das mit der ersten gemacht haben. So. Dann müssen wir die Wächter nämlich gar nicht erst killen und sparen uns entsprechend die Pfeile. So. Im nächsten Raum angekommen, equippen wir erstmal unser Magnetmodul, denn hier flitzt nämlich eine Kiste rum. Auf den Laufbändern. Gleich werdet ihr sehen, wo sie ist. Da ist sie. So, die holen wir uns natürlich erstmal ran. So. Und dann kriegen wir einen Opal. So. Jetzt ist hinter uns die eine Kugel. Es gibt die komplizierte Methode, dass wir die Kugel jetzt sozusagen hier mitnehmen auf die Laufbänder und sie dann immer ablegen und immer wenn die Steine sozusagen dann die Laser unterbrechen, wieder losrennen und so weiter. Es gibt aber eine viel einfachere Methode, manche von euch werden sie wahrscheinlich schon kennen. Und zwar legen wir die Kugel hier einfach hin, equippen unser Stasis-Modul, frieren sie ein und dann kloppen wir so ein bisschen drauf ein. Das sollte an sich schon reichen. Und katapultieren die erstmal rüber. Wenn wir natürlich total lucky sind, dann fällt die Kugel sofort in das Loch. Aber diesmal hat es nicht so funktioniert. So, jetzt können wir den Weg sozusagen einfach hier nehmen. Bisschen Schaden, das tut uns nicht unbedingt weh. Ja, man kann natürlich auch die Kiste dazu benutzen, um den Laser abzublocken. Aber meiner Meinung nach alles nicht unbedingt nötig. Und dann können wir uns die Kugel hier nehmen. Und im Loch verfrachten. Was uns wiederum den nächsten Weg öffnet. So. Und wie ihr euch schon gedacht habt, können wir jetzt unser Abzeichen sozusagen in Empfang nehmen. Weitere Kisten habe ich jetzt hier in diesem Dungeon nicht entdeckt. Falls ihr wieder was gefunden habt, lasst es mich in den Kommentaren wissen, dass die anderen das auch halt mitbekommen. Und dann hoffe ich euch natürlich geholfen zu haben mit meinem kleinen Tutorial. Wenn es euch gefallen und geholfen hat, dann lasst doch einfach ein Like da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis denn, euer Sky. Tschüss.